Warum? Ich hab ein Schärfe 2 Dierschwert, Digga. Ich hab ein Schärfe 2 Dierschwert! Ah! Das war mal wieder eine tolle... Hallo. Ich hatte einfach gerade sowas von die Todesangst, dass irgendwer hier Lava hingesetzt hat. Aber ja, was wir direkt erstmal machen wollen, ist... Umziehen. Weil wir sind... Ich dachte gerade schon, da ist schon wieder wem beigetreten, aber das war immer noch dein Name. Du, ne? Ja, dann komm doch gleich mit. Ich habe hier schon geöffnet. Weil folgendes, wir haben ja gemerkt, dass... Du musst ja erstmal deine Sachen hier vollpacken mit den Sachen aus der Kiste. Okay, mach ich. Diese unteren Sachen müssen jetzt nicht mit so Lapis Lazuli oder so ein Scheiß. Ich nehme so viel mit, wie geht und alles, was ich brauche, weil der Plan ist krass. Übrigens, diese Eisenbahn, die wir gefunden haben, Suppen habe ich fast alle dabei, die wir von Early Boy mitgenommen haben. Wir sind gerade ein bisschen in Hektik, weil wir ja tatsächlich mitbekommen haben, dass ein paar, ich möchte jetzt hier keine Namen nennen oder irgendwie sowas, dass ein paar Mitglieder in diesem, können wir los, oder? Ich nehme noch in das Schild, kann ich nicht, Mitglieder in, das ist ein Creeper, pass auf, der ist direkt am Eingang. Kurz mal wegschnitzeln hier. Guck mal, er macht Boom. Mach Boom like a Dynamite. Oh, dann halt nicht. So, okay, ja. Ja, also wir haben mitbekommen, dass ein paar Mitglieder in diesem Projekt, deswegen nehmen wir gerade auch völlig überzogen mittags auf, weil wir einfach voll die Pussys sind, ja, und sind eigentlich müde und fertig und... Das ist unglaublich. Ja. Es ist ja auch so heiß, ich sitze hier wirklich einfach nur im Unterhemd, also... Geil. Es ist so heiß. So heiß. Du bist so heiß. Ja, also wir haben mitbekommen, dass ein paar nette... Guck mal, den mache ich mal hier... Kurz mal, Tapiproni. So, wir haben mitbekommen, dass ein paar natürlich... Irgendwo hin? Ja, ein bisschen weiter. Komm, lass da hinten zu diesem Berg da gehen. Wir haben mitbekommen, dass eben ein paar nette Menschen angefangen haben, sich wirklich Positionen der Mitglieder rauszuschreiben und da durch die Gegend zu schnetzeln. Und Entschuldigung, das war keine Absicht. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir ziehen wirklich gleich zur Sicherheit nochmal um, was wir dann in dieser Folge noch machen werden. Ich habe mich tatsächlich, es wird ja immer geschrieben, Conny und Kiddos voll die Minecraft-Profis, Alter, spielen das Spiel seit 8000 Jahren und haben keine Ahnung, ey, wie dumm, was geht? Und ich habe mich ein bisschen informiert und rausgefunden, Ich bleib bei diesem Klischee. Du bleibst dabei, genau. Und hab rausgefunden, wie wir, das haben auch schon andere im Projekt gemacht, diverse tote Leute vielleicht auch. Hab rausgefunden, wie wir. Um, wenn wir das machen, Kelos. Genau. Hab ich rausgefunden, so um den Satz jetzt endlich mal zu beenden. Ich habe ihn 8-mal angefangen. Ihr seht, wir sind voll auf dem Damm gerade eben. Haben wir Flint in Steel? Ich hab welches, ja, aber ich kann dir dann auch welches machen. Alles kein Ding, alles easy. So, und jedenfalls kann ich jetzt zum 5. Mal unsere Sachen auf Stufe... Das ist gut, wenn wir die töten wegen Experience, ne? Lässt du mich jetzt mal aussehen? Ist gut, wenn wir die töten wegen dem Experience. Es ist... Ich unterbreche dich andauernd. Ich bin Luca. Und bauen wir auch Kohle ab wegen Experience. Ja, okay. So, jedenfalls kann ich unsere Schwerter und auch unsere Rüstung auf Stufe 2 verzaubern. Also die Diamantschwerter auf Schärfe 2, vielleicht sogar 3, mal gucken, wie weit wir da kommen. Und kostengünstiger, als wenn wir uns massig Bücherregale machen. Nämlich mit einem Amboss und deswegen wird sich auch das Eisen, das wir von Early Boy geklaut haben, lohnen. Weil dafür, dafür braucht man viel. Ja, wir wollen hier hin, Luca. Komm, bau einfach rein, mach it, do it. Junge, das ist schön, dass noch keiner auf den Server gejoint ist. Ja, das heißt, bisher sind... Und was wir uns auch gedacht haben, ist, wir machen uns einen Vorraum. Das heißt nicht, dass irgendwer denkt hier, wow, da sind zwei Leute drin, sondern wir machen einfach hier erstmal so einen Vorraum und dann machen wir dahinter nochmal so eine... Das war so eine dumme Idee heute Morgen ich reagiere sehr schlecht auf Wetterwechsel. Habe ich dem Conny gerade schon erzählt, habe ich ein bisschen was vorgeheult von wegen Migräne und ich habe meine Tage und so ein Zeug. Steht auch schon bei Twitter. Und der Punkt ist, ich war dann heute Morgen doch noch relativ schnell trainieren und ich war schon lange nicht mehr und jetzt zittert die ganze Zeit mein Unterleib so, als hätte mich jemand richtig hart vergewaltigt. Also nicht wundern, wenn ich hier so ein bisschen... Hat jemand den Zaubertisch mitgenommen? Ich hab den. Oh, Gott sei Dank, ich hatte schon Angst. Dann lass mal hier gleich, ich hab Fackeln, ja, ich leuchte mal aus. Ja, klar. Und mach mal die eine Basis da vorne an, das kann ich auch eben zumachen. So, dass wir das halt zumachen, dass ich setz mal hier auch eine Fackel hin. Ja, dass einige denken, dass hier mal eine Basis war, weißt du, so ein bisschen. Okay, ja, hier war eine Basis. Vor Jahren war hier eine Basis. Eine Kiste hinstellen, so, weißt du, so ein bisschen so, ne? So, vorne ist hier und so, ne, Digga? Kannst du mir gleich mal die Crafting Table hinstellen, weil dann kann ich schon mal nebenbei anfangen, hier die Sachen klar zu machen für die Verzauberung. Geht mal weg jetzt hier. So, ja, das brauche ich. Das brauche ich nicht. Ich brauche eine Crafting Table. So, zack. So, und zwar. Muss ich mal alles noch ein bisschen größer und ich wollte jetzt nach unten gehen, Diamanten als holen. Als erstes mir 3 Eisenblöcke machen. Ihr seht, ich bin so krass geskillt, ist nicht mehr normal. Ich habe bloß keine Ordnung in meinem Inventar. Und habe gerade irgendwas weggeworfen, aber ist ja auch. Komm mal hier wieder ein bisschen rein. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Und der Bäcker hat getrieben mit der dicken, fetten Magd, weil er große Brüste mag. Genau, das ist auch unser Motto in diesem Projekt. Einfach, kannst du mir ein paar Fackeln geben, wenn ich jetzt nach unten gehe? Ach ja, Digga, dann nimm sie. So, 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 so. Kedos, the Verzauberungs King of the Ring, the Ding Ding Dong. Ich habe vorher nie mit einem Amboss gearbeitet. Ich habe das nur für dieses Projekt gelernt, wie man mit diesem ganzen Scheiß umgeht. Ich konnte davor nichts. Ich betone nochmal, wirklich nichts. So, oh, ich dachte gerade schon, was war das denn? Aber ich dachte schon, niemand war das denn? Einfach, vielleicht haben die auch einfach so viel Respekt vor uns, weil wir sind einfach so mit die Bestausgerüsteten. Weil wenn ihr diese Folge seht, wisst ihr wahrscheinlich auch schon, dass Stegi tot ist. Oh mein Gott, das müsst ihr schon wissen. Und sonst, die anderen Teams, die sonst alleine besser ausgerüstet sind, sind eigentlich alle so Einzelteams, oder? Ja, also Petrit ist richtig gut ausgerüstet, der hat ja auch Dena und der Bergmann weggeklatscht, ist ja inzwischen auch schon bekannt und auch ziemlich gut. Also erstmal Respekt an dich, du alter Albaner, was geht bei dir? Aber Petrit ist immer noch scheiße, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also als Person ist das einfach ein mega abgefucktes Frack. Das glauben die. Jetzt werde ich, ja, ich weiß, das glauben die. Nicht ernst nehmen, Leute. So, ich mache jetzt mal hier, Ich habe übrigens eine Höhle gefunden, wo noch niemand drin war. So, ich habe jetzt mal 3 Bücher hier am Start. Das ist ganz cool. Boah, ich meine, mein Unterleib, ey, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich habe echt meine Tage. Und jetzt kann man nämlich hier diese Bücher, kann man auf Level 1 verzaubern. Und manchmal kommt jetzt, ist hier Stärke 1 rausgekommen. Das ist nicht so cool. Wir brauchen Schärfe mit einem Buch. Stärke, ey, ich bekomme nur Stärke. Das ist nicht gut. Das wird ist auch wieder Nacht, Alter. Das ist auch nicht so gut. Oh, Wasseraffinität. Super. Also, es hat bisher nicht so gut geklappt, was ich machen wollte. Aber ich glaube, man kann doch auch Stärke auf ein Dia-Schwert packen, oder? Aber das ist genau, nicht so gut wie Schärfe. Genau, dann haben wir nämlich Sachen, die auf Level 2, meine Spitzhacke ist kaputt, die auf Level 2 verzaubert sind. Und nee, Schärfe geht, wir haben jetzt, also das kann entweder schief gehen oder nicht. So, jetzt habe ich 3 Bücher verzaubert und habe da nur Crap rausbekommen. Also Stärke und Wasseraffinität bringt mir nicht sonderlich viel. Deswegen muss ich nochmal Bücher machen, aber ich darf nicht all unser Zuckerrohr benutzen, ne? Ich lass mal 4 übrig. Du, ich würde sogar noch mehr übrig lassen, ne? Falls du das dann irgendwie noch... Schon passiert. Ja, ich glaube, das. Geil. Ja, ich bin gut. Warte mal hier ab. Das Problem ist, ich krieg hier kein Schärfe raus. Deswegen. Alter, wieso krieg ich nur Stärke? Weißt du, bei den anderen, innerhalb von 3 Sekunden kriegen die massig Schärfe. Mit Stärke kann ich nichts anfangen. Kann ich nichts anfangen? Geht mir auf den Sack, Junge! So. Bei mir jetzt übrigens auch alles super ausgeleuchtet, damit ihr bei mir richtig viel seht. Ich muss mich mal so ein bisschen mehr relaxen. Also, was wir jetzt machen könnten. So, das Problem ist jetzt. Ja, lass mal hier kurz gucken, da haben wir Schutzsicher 1. Also was wir machen können, ist die. Ich mach mal meine Rüstung, mach ich mal hoch. Das kann ich machen, indem ich die Sachen kombiniere. Ich mach das jetzt bestimmt mal wieder so, wie es nicht am effektivsten ist oder so, ja, aber. Ihr wisst ja, wir sind Pros. Wir sind Pros. Das waren wir schon immer, aber ich probiere einfach mal ein bisschen hier was zu machen. Ey, Alter, ich zitter ohne Ende. Hoho. Entschuldigung. Bin ein bisschen geil. Ich hab so eine geile Höhle gefunden, aber jetzt habe ich einfach keine Fackeln mehr. Aber ich habe ja Holz und kann mir Fackeln machen. Und ich habe auch gleich keine Spitzhacke mehr, ne? Nur damit das ist okay. Du kannst auf deine Spitzhacke ja dann Schärfe draufpacken. Digga. So, und wenn wir jetzt nämlich hier... Wir brauchen sowas wie Glück. Bei Diamanten, Alter, das wäre so geil. So, warte jetzt mal, zack. Aber das ist eine höhere Verzauberung. Zack, das hat schon mal funktioniert. Ich habe einen Eisenhelm auf Stufe 2. Das hat schon mal funktioniert. Jetzt schießt mich hier wieder von irgendwo irgendwer ab. Das hat schon mal funktioniert. Du musst nachher hochkommen und mir deine Rüstung geben. Damit, dann kann ich dir auch ja, und dann joint Petrit und tötet uns. Auf Schutz 2 machen. Und mein Eisenbeinschutz kann ich mir auch... Ach, da habe ich ja schon Diamantbeinschutz. Das bringt's ja dann natürlich auch nicht, ne? Obwohl wahrscheinlich ein Eisenbeinschutz auf Stufe 2 besser ist als ein Diamantbeinschutz auf Stufe 1. Oh Gott! Was ist explodiert? Ein Creeper bei mir, aber Digga. Der hat keinen Schaden gemacht, Mann. Oh Mann, du machst mich fertig. Ich habe auch gerade ehrlich gesagt so ein bisschen Angst in der Höhle, obwohl ich weiß, dass die mir alle irgendwie nichts können. So, weißt du, wie ich das jetzt mache, dass es sicher geht? Ich probiere das jetzt mal kurz. Die Leute, das ist jetzt bei mir, ist das mega langweiliges Hin und Her. Die Leute, die es verstehen, die verstehen es. Ja, ich bin auch nur in der Höhle und kämpfe gegen 10 Millionen Mobs und es ist mega spannend. Also bei mir Leute, ist auch nichts Besseres. Die Leute, die es nicht verstehen, verstehen es nicht. Aber ich meine, niemand versteht auch Lukas Leben. Ja, das ist, auch so ein Mysterium. Damit beschäftigt sich jeder. Wo geht's denn hier raus? Ich muss mal raus und ich besorge uns ein bisschen Holz. Es ist zwar dunkel, aber das ich hab auch gerade Holz geholt, aber ich bin ja mitten in der Höhle. Ich weiß gar nicht, ist es besser, wenn ich Stripmine oder besser, wenn ich einfach in der Höhle ganz nach unten gehe, ob ich da Diamanten finde? Also Stripmine ist eigentlich meistens effektiver, habe ich so das Gefühl. Egal, ich bleib in der Höhle, das wird irgendwie spannend hier. Jetzt ist ja auch noch Wasser. Ach, jetzt will der Luca hier mal wieder spannende Folgen machen, ne? Als ob er da... Kedo, jetzt mal, ohne Spaß, ne? Das ist so geil, dass ich einfach eine Höhle gefunden habe, die noch niemand erkundet hat. Das ist tatsächlich geil. Oder so. Boah, ich muss jetzt raus. Wir sind in Folge Nummer irgendwas. Und ich muss raus und Holz von Hand klopfen.
Organisiert. Nee, wir haben irgendwo noch Sticks gehabt, aber das war mir jetzt irgendwie zu blöd, das zu suchen. Und ich kann ja auch mal kurz hier so ein bisschen raushüpfen, ja? Das muss ja auch mal erlaubt sein, finde ich. Ach, hier kommt Wasser von oben rein. Mensch. So, wir müssen nachher wieder, ich glaube, du hast das Cleanstone, wir müssen das nachher hier wieder zumachen, ja? Also richtig zumachen, sodass es wieder ordentlich aussieht. Was wollte ich denn jetzt gerade eben machen? Ich wollte. Boah, ey, das ist so, dieses Verzaubern, wenn man das mal drauf hat, ist cool. Aber wenn man das nicht drauf hat und so Minecraft-Noobs sind wie wir, dann, so Minecraft-Noobs sind wie sie. Boah! Alter. Geh dich mit deiner Migräne einfach vergraben. Geh einfach weg. Oh, ich finde eigentlich mein Commentary geht in Ordnung im Gegensatz zu deinem. Du kommentierst einfach immer beschissen. Ja, du, Junge, ich bin... Boah, ich dachte gerade schon, niemand joint. So, warte, ich hab ein Dia-Schwert gemacht und mit etwas Glück, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Wehe, wenn nicht. Wieso hast du dir denn ein Dia-Schwert gemacht? Ja, weil du doch... Guck mal, du kannst Dia-Schwerter machen und dann kannst du die kombinieren. Dann hast du ein Diamantschwert mit Schärfe 1 und eins mit Schärfe 1 und dann gibt das eins mit Schärfe 2 im Dingsterbumster. Aber dafür brauche ich ein bisschen mehr Erfahrung, deswegen muss ich wieder irgendwas abkloppen gehen. Ach so, das heißt, wir müssen uns jetzt immer ein Dia-Schwert machen, wenn wir das entweder das oder man kann es mit Büchern machen, aber ich habe das mit den Büchern probiert und bei den Büchern ist es halt unwahrscheinlicher. Da kannst du alle möglichen Verzauberungen rausbekommen, ja? Das heißt eben von für die normalen Items, also für Spitzhacken und sowas oder für Rüstungen, ja. Und das kannst du ja nicht auf die Schwerter machen. Das heißt, es ist unwahrscheinlich, dass du halt Schärfe 1 bekommst. Und das habe ich bei den drei Büchern, die ich verzaubert habe, nicht bekommen, deswegen muss ich mit dem Dia-Schwert machen. Ist ein bisschen komplex. Ich habe gar nichts zu essen, mit fällt mir gerade so ein. Ich bin mitten in der Höhle. Hat so funktioniert. Und ich klatsch gerade raus ein paar Spinnen ab, einfach mal so als just for the fun, because I'm the very funny sexy guy and I'm loving Menderes Bargy like hell. Ich habe gerade so Angst, dass ich einfach sterben werde. Warum? Ich habe ein Schärfe 2 Dia-Schwert, Digga. Ich habe ein Schärfe 2 Dia-Schwert! Nee, aber ich glaube, ich finde gerade den Weg wieder zurück. Das ist okay. Du kannst dann auch gleich hochkommen und dann kann ich dir nämlich dein Schärfe 2 Dia-Schwert machen. Hungerkeulen. Kannst du mich vielleicht mal besuchen kommen? Ja, aber du könntest auch einfach hochkommen, weil ich gucke jetzt kurz, vielleicht kann ich dir auch gleich... Ja, ich weiß aber nicht, wo es hochgeht. Du, sonst würde ich ja hochkommen. Okay, ich brauche erstmal wieder ein... Ich komm gleich mal runter, aber ich brauche erstmal wieder ein Level, damit ich das... Ich habe nämlich keine Level mehr. Profi! So, warte, ich packe mal das hier alles rein. So, also mein Eisen ist auf Schutz 2, das andere ist auf Schusssicher 1 und so einem Dreck. Also wirklich Zeug, das man halt absolut nicht braucht. Ich bin wieder zu Hause. Boah, bitte gib mir direkt was zu essen. Ja, dann komm hoch. Wir haben ja massig Zeug in der Kiste. Das ist auch richtig stark, dass wir das einfach mit Cobblestone hier abgedeckt haben. Da kann man auch mal was braten. Ich will gleich mal was braten. Okay, der Sinn einer doppelten Basis ist, dass wir das einfach, ne? Ich hab ja gesagt, das müssen wir ja so. Jetzt gib mir mal kurz. Jetzt gehst du mal. Nimm mal das Schwert hier, so, ja, nimm's mal in die Hand. Jetzt gehst du an den Verzauberungstisch und verzauberst auf 1, ja, also auf Level 1. Dieses Schwert einfach. Auf Level 1, ja, das Unverzauberte... Nicht auf Level 2. Nein, das Unverzauberte auf Level 1, es muss eine 1 dran stehen. Ja, okay, Schärfe 1. So, jetzt gehst du auf den Amboss und dann legst du da deine beiden Diamantschwerter rein und dann ergibt das ein Schärfe 2 Diamantschwert. Kannst du das auch umbenennen? Wie umbenennen? Nee, das kostet nur mehr, ich habe aber nur 21, ich brauche 21, ich habe aber nur 19. Wie, du brauchst 21 dafür? Ja. Das kann nicht sein. Das kann sein, da stand 21. Dann kannst du es nochmal umtransportieren. Aber jedenfalls, du hast verstanden, wie es funktioniert, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich gehe jetzt mal eben hier nochmal ein bisschen hier, ne? Jetzt bin ich schon Level 20, weil der einfach Erfahrung rumlag. Super. Ja, das bin ich. Ich bin Profi. Ja, ich nehme jetzt einfach hier die ganze... So, jetzt warte mal. Und dann kannst du eben auch hier drin liegt noch ein Eisenhelm oder eine Eisenhose, auch auf Schutz 1, und dann kannst du das gleiche da machen. Du hast ja verstanden, wie das Prinzip jetzt funktioniert. Ja, klar, und dann, auf jeden Fall. Dann kannst du da auch die Verzauberung verdoppeln. Und jetzt haben wir einfach mal... Blöd, bin ich jetzt auch wieder nicht. Einfach mal, ja, also Luca, jetzt musst du mal wirklich hier, du weißt, du hast so den Sonderschulabschluss, das ist jetzt nicht sonderlich viel, ja? Ich habe nicht mal einen Abschluss zurzeit. Guck mal, Conny, du weißt, du hast keinen Abschluss und das ist jetzt nicht sonderlich viel. So. Du Schlingel! Oh, ich lass mich jetzt töten von dem Skelett, okay? Ich lass mich töten von ihm. Ja, guck mal, ich lass mich einfach abknallen. Kann einfach mal ein bisschen entspannen hier. Das macht ja so viel Schaden, so viel Damage. Aber das macht die Rüstung kaputt, deswegen lasse ich das jetzt auch mal wieder. So. Damit hier nicht mir die Rüstung direkt flöten geht, die ich mir so hart erarbeitet hat. Ich gehe, glaube ich, auch nochmal runter und guck ein bisschen nach Dias. Ja? Ja, du kannst das allgemein besser. So, ich bin Level 21, ich mach mir jetzt mal so ein tolles Dings. Mach du da mal ein bisschen mit rum, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ja, das ist gut, auf jeden Fall. Und dann, es läuft auch sauber ohne Ende, also mal ganz ehrlich, wir können uns doch... Und du kannst dich auch mal um das Zuckerrohr bitte kümmern, dass du das mal anbaust und vielleicht noch mehr suchst, das wäre ganz gut.
Wo haben wir denn überhaupt da? Ist doch Stein. Dann machen wir doch das jetzt erstmal alles hier zu. Also ne? Anscheinend wächst es auf Sand schneller, aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht wirklich. Dürfte ich mir aus den 4 verbleibenden Diamanten noch Diamantschuhe machen oder wollen wir erstmal die sparen? Ich würde sagen, wir behalten die erstmal. Lass erstmal sparen, weil wir können eigentlich rein... Lass sparen, weil wir können uns dann nochmal 2 Diamantschwerter damit machen und unsere Schwerter auf Schärfe 3 bringen. Weil das mit den Büchern... ich habe hier diese Bücher gemacht, die habe ich verzaubert und da ist bei keinem einfach mal Schärfe rausgekommen. Das war 4-mal völlig umsonst. Also das ist so ein bisschen mehr Glücksspiel und bei den Schwertern ist es viel wahrscheinlicher, Schärfe zu bekommen. Deswegen lass das mit den Schwertern machen und dann haben wir die 4 nämlich schon mal sicher, 4 Dias und dann können wir, sobald wir die Level oben haben, können wir nämlich dann Schärfe 3 machen und mit Schärfe 3 sind wir ganz schön die Babos. Weil wir haben jetzt schon plus 9,5. Du bist einfach nur am Labern. Entschuldigung, halt Digga, ich bin... Eisenhelm auch auf Schutz 2 verzaubert, mit den beiden anderen so reingepackt, ne? Mit Schutz kann ich jetzt noch nicht, weil das kostet da wieder irgendwie ein paar Erfahrungen. Das heißt, ich gehe jetzt... Was? Hier ist ein Ausgang, das ist nicht gut. Ja, ich... Hier ist direkt ein Ausgang, das ist nicht cool. Boah, ich war das. Du warst das? Ich war das. Du warst das, Conny, der kleine Elefanto. Ich geh jetzt einfach auch mal weiter, strip mal. Ach, da ist die Höhle, die du meintest, oder wie? Boah, ja, die war ich aber schon komplett durch nahezu. Die Sache ist halt, dass wir am besten vielleicht... Ich dachte gerade schon, hier explodiert irgendwas, aber es war einfach nur Gravel, den ich abgebaut habe. Ihr merkt, wir sind Pros. Dass wir eventuell beide Strip-Minen gehen, ne? Ach, da bist du. Ja, wir können auch beide Strip-Minen gehen, genau. Dann mach mal... bau du dich mal weiter runter. Das ist eigentlich sinnlos. Ich mache einen anderen Gang. Das ist, wenn ich jetzt hier warte, bis du irgendwann mal in 8 Stunden dein Zeug da abgebaut hast. Kannst du irgendwas anderes machen, das Zuckerrohr anpflanzen oder so? Nee, das machst ja du. Ich bin ja Strip-Mining-Profi. Weißt du, bei mir sind die Leute auch gewohnt, nichts zu sehen in den Folgen. Deswegen, wenn du das auch noch anfängst, dann schaut uns niemand mehr zu. Ja, gut, dann geh mal in meinen Gang. Ja, dann geh ich hin. Jetzt habe ich direkt ein bisschen zu organisiert, ey. Das ist so übel. Komm, wir machen das jetzt sogar einfach zu, damit das hier ein bisschen seriös aussieht, ne? Ja, du siehst seriös aus. Na, selbstverständlich. Du bist so unglaublich attraktiv. So, ne? Du gräbst dich da jetzt weiter durch. 16 Minuten 40, das wird unser erster Strike. Oh, scheiße, das wird unser erster Strike, Leute. Egal, ist halt 1 von 3, ne? Gut, meine Lieben, vorher haben wir ein bisschen überzogen. Egal, muss auch dann, mal drin dann, sein. Dann darf ich jetzt aber auch noch ein Gedicht aufsagen, oder? Ja, kannst du machen. Luca ist schön, Luca ist toll. Bei Varo, wenn ich da sterb, weine ich ganz toll. Ja, gut, Leute. Beim nächsten Mal. Morgen. Lass eine Bewertung da hier, ne? Ja, gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall. Und sonst, dann, tschüss. Tschüsschen.